Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder hier im ETS unterwegs. Von Dover nach Kamal in Schweden. Jetzt stehen wir gerade in Dänemark auf dem Rastplatz. Und ja, jetzt fahren wir weiter. Und noch den Acker hier drauf, wie ihr seht. Ja, dann fahren wir mal weiter. Ja, ist ein bisschen. Also der letzte Abschnitt war ein bisschen lang gewesen, das war ja gar nicht so geplant. Aber ja, was will man machen, ne? Haben wir natürlich jetzt hier den Rest, das sind jetzt weder. Müsste jetzt eigentlich mit einmal passen. Da können wir nur abwarten, ne? Ja, ich hoffe, es war euch nicht allzu lang. Doch vielleicht einen Livestream machen sollen. Egal, das ist jetzt nun mal so. Und wie gesagt, jetzt fahren wir nach Schweden und machen hier oben alles, haben wir alles frei und ja, Frühstück auch weiter, ne? Allem müssten wir jetzt ankommen. Wir haben getankt, alles voll ausgeruht und ja. Genießt wieder die Fahrt so wie immer. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einen Sonnenuntergang rein. Könnte sein, dass wir vielleicht im Dunkeln ankommen. Seht ihr ja wieder nicht viel, aber naja. War jetzt so. Und ja, wie gesagt. Hi. Jetzt müssen wir jetzt längere Folge und dann wird es natürlich wieder alles so sein, dass das normale Touren sind dann die kleinen, aber bis dahin, wie gesagt, es wechselt dann zwischen normale Aufträge und externe Aufträge, wird es dann hin und her wechseln, so wie immer. So, dass das halt passt. So, jetzt sind wir in Dänemark. Deutschland haben wir jetzt verlassen. Alter. Ja, das könnte sein, dass die Folge etwas länger wird. Machen, ne? Es ist ja, ja, es geht langsam hier in den Sonnenuntergang rein und ist auch im Dunkeln. Wir sehen so seitlich. Ja, Rundumleuchten müssen da schon sein bei sowas. Ja, ist das schon okay. Ja, jedenfalls haben wir da schon mal Rücken draus gemacht. Das ist auch. Ja, dann müssen wir halt sehen, wie es weitergeht. Ja, jetzt weil es halt jetzt dunkel wird, das sieht man jetzt auch nicht viel. Deswegen werde ich wohl auch hier im Innenansicht bleiben. Aber wie gesagt, ich tue ja unentschieden oder
halten oder wie auch immer. Aber ich lasse das so, ist, und das ist halt im Realleben ist ja auch so, ne? Man kann ja auch nicht einfach vorspielen und nichts. Aber man kann sich schlafen. Geht Thema. Naja. Ja, hier sind wir ja schon mal gefahren gewesen. Da war schon. Ja. Und spielen und so waren wir ja. Bin ich ja mal auch gespannt. Nochmal die. Ah, ihr könnt doch mal ein Foto machen. Dunkeln hier ist halt auch nichts, ne? Dann mal machen, wenn ich dann vielleicht wieder zurück fahre. Also ich hoffe, dass ich ja auch das hell einstellen, das ging auch, ne? Muss man halt sehen, ich krieg das irgendwie auch nicht hin so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gut zu Ende fahren. Ja, ich hoffe nur, dass wir durchkriegen. Seither 500 Kilometer ist normal nicht viel. Eine halbe Stunde oder so wird das schon. Ah, da ist es halt ein bisschen schwer abzuschätzen mit die 20 Minuten so etwa. Ja, so ist es halt. So, jetzt sind wir ja mitten in der Nacht. Aber naja. Müsste auch gleich wieder ein Abschnitt kommen, wo man natürlich nichts frei fährt oder so, wo man wieder frei fährt, sagen wir mal so. Wo ich noch nicht lang gefahren bin. Bin es ein bisschen da. Und ja, dann aber warum ich damals schon hier oben war, das verstehe ich. Ich habe ja einen Start nach anderen freifahren von der. Hatte ich da mal hin gehabt dahin? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lang her. Das ist ja, dann habe ich auch noch ein Profil mit Omatz. Da werde ich vielleicht mal machen, aber das ist wieder was anderes. Das hier ist natürlich das ganz normales Profil, wo ich meine mal aufbau, und da muss ich auch mal weiterkommen, ne? Ah, jetzt fängt es auch noch an mit Regnen, das ist auch nicht schlecht. Aber auch ohne Blessuren ankommen. Hatte ich was sucht. Luft, keine Probleme.
So, dann geht's hier wieder über eine Brücke. Hier kann man auch ein Foto machen, theoretisch. Machen wir nicht. Normal fahre ich. Den. Richtig kenne ich mich mit den Foto Optionen, wie das da ist, auch noch nicht so richtig aus. Ich meine, klar, das ist schon eine Versionen von dem Spiel jetzt schon drin, aber irgendwie so richtig habe ich es noch nicht geschnappt. Aber auch das wird. Ich. Ja, da haben wir halt meine Maut bezahlt, ne? Bis halt. Jetzt muss, glaube ich, noch eine Brücke. Ach so, ja, die Maut hier ist, glaube ich, für die zwei Brücken, gell? Da war irgendwas, weil irgendein Kollege von mir hat es schon mal gesagt, beziehungsweise ich bin ja selber hier schon mal lang gefahren. Daher ist das auch okay. Auf 400 Kilometer ist schon noch ein Pappenspiel, ne? Ohne. Und, immer geradeaus. Ah, die Zeit vergeht halt schnell, ne? Eh wieder. Langsam, nicht erreicht. Aber ich würde sagen, wir haben ja die das letzte Mal schon so ein bisschen längere Tour gemacht von fast einer Stunde. Was ist jetzt hier los? Gib Gas. Daher haben wir auf zwei Abschnitte gefahren und dann ist es auch okay, ne? Jetzt soweit ist es halt hier auch nicht 20 Minuten. Länger will ich die Tour eigentlich nicht machen. Habe ich mir so überlegt, weil bringt ja nichts. So fahren wir jetzt da durch. Die, auch die 400 Kilometer da, das ist dann schnell gemacht, von daher. Ja, die letzte haben wir, sind wir ausgefahren, haben wir nicht drauf geachtet, da kann man jetzt hier auch nicht, drauf achten. Hat ja dann auch Kind.
Jedenfalls läuft das hier. Über der Brücke. Wären wir theoretisch in Schweden, ne? Aber auch da geht's rum. Er kommt fort. Ah, das ist schon heftig, wenn die dich da runterbremsen bis zum Ghetto, das ist schon. Ist es halt nun mal. Ah, jetzt kommen wir in Trelleburg an, das ist auch nicht. So, naja, dann geht's halt auch weiter, ne? So, und hier ist jetzt das angefahren sind. Am Kreisverkehr erst der Ausfall. Ja, da hier bei die Kreisverkehr, da müssen wir. Halt immer schön langsam machen. Ist das. An die Jungs.
Aber mit einer LKW kommt man halt nicht so schnell weg. Das ist halt nun mal so. Halt ein bisschen, ja, langsam machen. Ja, die haben ja wie schnell auf viele. So, meine offiziellen 20 Minuten sind vorbei. Aber wir ziehen jetzt das hier durch, dass es auf zweimal ist. Ja, es wird ein bisschen länger wieder die Folge, aber was soll's. Könnt ihr auch so anschauen, dass es für euch passt, würde ich sagen. Licht. Plus 70 fahren kenne, das ist auch so. Wird schon sein Grund haben. Naja, halt die 70, ne? Ja, wie ihr wisst, halte ich mich auch an der Straßenverkehrsordnung. Zumindest tue ich das da halbwegs. Ja, ja. Und weil, was wir dann für einen Folgeauftrag kriegen, wenn das hier erledigt ist, mal sehen. Ja, müssen wir halt doch mal sehen. Ja, jetzt wird so langsam wieder hell. Sonnenaufgang langsam. Ja. Ja. Und man natürlich auch wieder mal in der Außenansicht fahren. Langsam wieder. Ja, das zieht sich halt doch noch ganz schön hin hier, ne? Muss ich sagen. So jetzt auch nicht gedacht. Halt nun mal jetzt so und ruhig. Oh, was ich auch komisch finde, ist, dass wir hier nur 70 fahren können. Ach, das war so eine Seitenstraße. Ah, okay. Jetzt kommen wir wieder anscheinend normal auf die Autobahn. Dann geht es natürlich wieder schneller. Jetzt habe ich verstanden. Ah ja, die Seitenstraßen müssen ja auch. Seitenstraßen müssen eigentlich fahren werden, ne?
Er zeigt mich schon den richtigen Weg hier, wie ich fahren muss. Ja, passt doch. Perfekt gefahren. Perfekt gefahren. Ja, wie ihr seht, ist es hier schon wieder schön hell oder wird hell. Sollte denn mehr, ne? Heute sind aber immer noch 100 Kilometer. Das müssten wir ja. Jo, da fahren wir gerade. Ja, es ist halt so, was wir mal machen. Ja, das wird jedenfalls auch eine längere Tour oder Länge. Ja, was will man noch machen, ne? Halt schwer abzuschätzen hier beim ETS. Da ist es fast besser, wenn man immer Folgen macht, Streams macht, denke ich mal. Weil die der schwach einzuschätzen ist. Eine Folge geht oder wie lange man fährt. Ja. Wir ziehen das jetzt hier durch, die paar Kilometer, und dann passt es schon, dann sind wir angekommen. Ja, und dann sehen wir halt mal weiter, was wir dann als nächstes machen. Sehen, was dann hier so anliegt. Ich hoffe mal nicht allzu weite Strecken, also die zu weit fahren. Ja, und dann machen wir halt hier eins nach anderen fertig, ne? Wo ich eigentlich und wo wieder nichts ist oder noch nicht. Ah. Ich hier schon mal angefangen.
angefahren. Aber das ist auch nicht so wild. Wir fahren jetzt hier die 170 noch ab. Ja, und dann dürfte es keine Probleme geben, ne? Ja, das sieht auch richtig toll aus. Passt irgendwie. So gut aus, finde ich. Ja, das ist mal was anderes, so eine. Ja. Wie von alleine. Ah, hier geht so ein bisschen berghoch, da hat er schon zu tun hier. Deswegen müsste ich sehen, dass ich den LKW noch mal irgendwie umbaue. Antriebsachsen, wenn das geht. Ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber das werden wir dann noch sehen, wie und was. Also, wie gesagt, ich will jetzt erstmal eigentlich Geld sparen, dass wir LKW zulegen können. Und von daher werden wir das sehen. Wie gesagt, die Firma steht jetzt erstmal im Vordergrund. Wir abbauen oder auseinanderbauen oder hochbauen, aufbauen und ach. Immer. Und ja, es wird halt. Wir müssen halt immer gucken, ne? Alma sind wir. Aber wir haben noch 80 Kilometer vor uns. Mal abzugeben, ne? Aber allzu weit ist es.
Machen wir es ja gleich. Ist halt schon, aber auch schwer, muss ich sagen, ach, mit dem Gewicht. Naja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was wir noch jetzt haben für eine Tour. Wenn das hier abgeliefert ist, mal sehen, wo es dann hingeht oder was wir machen können. Ja, und gehen wir halt mal, ne? Haben wir jedenfalls hier die aufgeteilt. Ah, und dann die nächste. Das wird es nicht allzu weit dann. Ja. Dürfte es eigentlich kein geben, würde ich sagen. Ja, das ging jetzt auch hier schnell rum. Ich der Baustelle. Ich dachte, die wäre länger. Ja, hat gut gepasst. Manchmal ist es halt kürzer. Denkt. Man merkt schon, wie das Gewicht hinten zieht, ne? Ja, echt, ne? Aber das Ziel ist in Sicht. Wir haben jetzt noch 28 Kilometer. Das ist allzu weit. Fürs Gar. Ach, ich glaube, die kommen ja aus Schweden, ne? Anja wird ja, glaube ich, in Schweden. Weißt du was? Ich war hier weit. Entschuldigung. Mal jetzt hier noch schnell tanken. Der Tankbenzin fällt aber 1,45. Oh, 45. Sogar noch teurer wie in Deutschland halt. Im Spiegel halt, ne? Naja, schauen wir mal. So, dann haben wir jetzt getankt. Passt. Oh. 11 Kilometer, das ist nicht weit. Schauen wir mal. War auch wieder eine Viertelstunde weg.
halt so. Aber da haben wir die lange Tour jedenfalls mal weg und dann passt es. Okay. Aber ich musste ja irgendwie von England hier rüberkommen. Jetzt auch eigentlich auch bis Deutschland irgendwo machen können, wäre es nicht allzu weit gewesen, aber ich komm, mach's hier. Lassen. Biege nach rechts ab. So, dann sind wir natürlich hingekommen. Mal abliefern. Ich zumindest das kenne, bin ich bestimmt wieder falsch gefahren. Ah nee, da oben muss er hin. Ah, hochkommen. Achse mit haben. Gefahren. Aber das kriegen wir auch. Haben wir doch gut geschafft. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen länger die Tour wieder war. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, wenn ihr weiter wissen wollt, wie es weitergeht, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Gamer Chaco. Ciao, ciao.